Berlin erwartet tausende Flüchtlinge aus Budapest. Ein gestern beschlossenes Notprogramm des Senats soll sicherstellen, dass die Menschen untergebracht werden können. Die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau, die bislang von der Berliner Polizei genutzt wurde, war bereits am Freitag als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung gestellt worden. Seit gestern Abend werden auf dem Gelände der Kaserne auch Zelte errichtet. Helfer der Polizei, der Feuerwehr und des THW arbeiten rund um die Uhr, damit die provisorischen Unterkünfte auch rechtzeitig fertig sind. Betrieben werden das Zeltlager und auch die Räume in der Kaserne von Prisot. Der soziale Dienstleister betreut jetzt schon diverse Flüchtlingsunterkünfte in Berlin. Für die Mitarbeiter bedeutete der aktuelle Auftrag Arbeit im Akkord. Die Situation vor Ort sieht so aus, dass wir am vergangenen Freitag 4 Häuser auf dem Gelände der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne übernommen haben und angefangen haben zu belegen. Das heißt, wir bekommen nächtlich, meistens so gegen 21 Uhr, BVG-Busse mit denjenigen Personen, die vor dem Lageso nicht abgefertigt werden konnten. Denen geben wir eine Unterkunft, also es ist eine Bewahrung vor Obdachlosigkeit. Sie werden ja erstmal einfach nur untergebracht und betreut. Also es wird erstmal ein bisschen abgefragt. Gestern erhielten wir den Anruf, dass ein zusätzliches Zeltdorf entstehen soll. Das ist jetzt über Nacht entstanden. Da haben hier 300 Helfer der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr und vom THW mitgeholfen, 71 Zelte zu errichten, die jetzt aktuell bestückt werden. Als Puffer, da diese 4 Gebäude jetzt schon mit 780 Menschen belegt sind und wir nur noch ganz wenig Kapazität nach oben haben. Das ist die aktuelle Lage. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen logistisch? Die bekommen einen Anruf und müssen dann in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sowohl die Räume hier in den Kasernen als auch diese Zelte aufbauen. Bei dem Zeltaufbau war die Prisort jetzt nicht beteiligt. Das hat die Feuerwehr und die Polizei und das THW übernommen. Ansonsten ist es aber ungefähr so, wie Sie das schildern. Wir erhalten einen Anruf, lassen alles stehen und liegen und hatten dann ungefähr 3 bis 4 Stunden Zeit, um zu eruieren, inwiefern die Gebäude nutzbar sind, um einen Belegungsplan zu machen, um die Verwaltung zu organisieren, um uns Aufgaben zuzuteilen. Große Herausforderung war die Verpflegung natürlich. Die Menschen, die hier ankommen, die erhalten ja 3 Mahlzeiten am Tag. Die Ausstattung in den Zimmern, Geschirr, Bettwäsche etc. pp. Das alles muss sichergestellt werden. Da hatten wir tatsächlich sehr wenig Zeit dafür. Aber wir haben sehr engagiertes Personal, die alle sagen, Chaka, ich bin dabei. Welche Kriterien müssen denn solche Gebäude erfüllen, damit sie die überhaupt nutzen können? Also Sie sagten, Sie müssen das dann prüfen, auch innerhalb kürzester Zeit. Also was wird da abgeprüft? Geprüft wurde schon im Vorfeld. Das ist ja eine Kaserne, die zur Verfügung gestellt wird, wenn eine sogenannte Lage stattfindet. Also wenn Polizeikräfte aus anderen Bundesländern für Berlin angefordert werden. Insofern sind die Bedingungen hier super. Geprüft bedeutet für uns, wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Also es steht nicht in Frage, kann man das nutzen oder nicht, sondern wie kann man es nutzen, ganz konkret. Welchen Raum kann man für was jetzt umfunktionieren? Und da müssen manchmal halt auch kreative Lösungen her und einfach ganz schnelle Entscheidungen. Aber wir sind Gott sei Dank ein Unternehmen mit relativ viel Erfahrung. Wir sind hier in Berlin einer der größten Betreiber. Insofern haben wir schon relativ viel Know-how und es ist nicht das erste Mal, dass wir in dieser Lage sind. Insofern dachten wir, okay, kann man was abrufen. Das ist nicht alles zum ersten Mal. Kommen wir nochmal auf die Zelte zu sprechen. Wie sind die ausgestattet? So ein Zelt eignet sich zur Unterbringung von maximal 10 Personen. Ich habe gerade gesehen, die Ausstattung besteht aus 10 Feldbetten, 10 Laken, 10 Wolldecken, die man dann beziehen kann, einem Kopfkissen. Mehr ist da nicht. Also eine ganz wirklich spartanische Lösung erstmal. Es wird jetzt noch geschaut, dass man den Untergrund mit Filz verstärkt, damit man wenigstens so ein bisschen die Wärme auch drinnen hält. Aber die Zelte sind definitiv nicht winterfest und es ist keine Langzeitlösung. Es ist jetzt eine Idee, die man jetzt für 1-2 Monate haben kann, aber darüber hinaus ist das nicht realisierbar. Also im Winter eignet sich das überhaupt nicht? Im Winter sind diese Zelte nicht geeignet. Mit was für einem Personal sind Sie dann hier vor Ort, wenn die Flüchtlinge ankommen? Wir sind hier momentan mit ca. 30 Personen der Prisort vor Ort, die wir momentan aufgrund der aktuellen Lage aus anderen Notheimen, aus anderen Unterkünften abgezogen haben. Also hier eine Person, da eine Person. Alle, die sich freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, ich stehe zur Verfügung. Einige übernachten hier auch vor Ort. Also wir arbeiten hier 24 Stunden, sind auch für die Bewohner, die jetzt schon da sind, 800 oder 780 ist ja auch schon eine Hausnummer, Ansprechpartner und versuchen auch schon so ein paar kleinere Sachen, Arztbesuche etc. pp. Zu klären. Das heißt, Sie unterstützen dann in so organisatorischen Dingen? Unser Job ist es erstmal aufzunehmen, ein Zimmer zuzuteilen, mit Hygienebedarf auszustatten. Jeder bekommt eine Zahnbürste, Zahnpasta, Kinderzahnpasta, Darmbinden, Babywindeln.
das ganze Programm, also das mit dem Nötigsten zu versorgen, sie zuzuweisen auf ihre Zimmer, dafür zu sorgen, dass es einigermaßen klappt, dass nicht wildfremde Personen aus unterschiedlichen Ländern sich ein Zimmer teilen müssen. Dann müssen wir die Versorgung sicherstellen, 3 Mahlzeiten am Tag zur Verfügung stellen und darüber hinaus eben für die dringendsten Anliegen irgendwie eine Lösung finden. Momentan müssen wir uns auch sehr eng noch mit dem Bezirk abstimmen, weil auch die sind ja, sage ich mal, erst vor kurzem informiert worden und wir sitzen gerade zusammen und klären, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte. Ich höre da aber auch so ein bisschen durch, dass Sie als Betreiber auch so langsam an der Grenze der Kapazitäten angelangt sind. Es ist für uns definitiv die bisher größte Herausforderung, die wir zu meistern haben. Und ich denke, ja, wir sind langsam am Ende der Fahnenstange. Aber wir haben die Herausforderung angenommen und tun das mit demselben Herzblut wie auch in all unsere anderen Einrichtungen. Es ist halt manchmal so, wie es ist. Und dann müssen wir da durch. Am Mittag traf Innensenator Frank Henkel auf dem Gelände ein. Er wollte sich vor Ort über die Aufbauarbeiten informieren und bei den vielen Helfern bedanken. Bislang hatte Berlin stets vermieden, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen. Doch der aktuellen Situation ist nicht anders zu begegnen. Wir haben gestern, glaube ich, die Situation gut auf den Punkt gebracht, denn wir gesagt haben, alles ist besser als Obdachlosigkeit. Und angesichts der Zahlen an Menschen, die zu uns kommen, war uns doch klar, dass wir unkonventionelle Lösungen anstreben müssen. Das ist so eine Lösung. Ich bin aber ganz sicher, dass der Sozialsenator dieses Zeltlager hier nicht als eine Dauerlösung plant. Herr Henkel, was erwarten Sie konkret vom Bund? Ich erwarte vom Bund, dass er Länder und Kommunen finanziell nicht im Stich lässt. Und ich erwarte vor allem, dass man das Thema Flüchtlinge auch auf europäischer Ebene löst. Was wir brauchen, das, was ich mir vorstelle, ist, gerade angesichts der Situation, die wir in Ungarn jetzt erleben, ist, dass wir einen Verteilungsschlüssel, einen europäischen Verteilungsschlüssel bekommen, am Beispiel etwa des Königsteiner Schlüssel orientiert. Es kann nicht sein, dass bei dieser humanitären Katastrophe, die wir erleben, es nur wenige europäische Länder gibt, die sich über die Unterbringung von Flüchtlingen kümmern und alle anderen lassen das sein. Der europäische Gedanke lebt von der Solidarität, er lebt von der gemeinsamen Anstrengung, er lebt von der Lösung von Problemen, von der Lösung von Herausforderungen. Das, was wir im Augenblick erleben, ist das Gegenteil. Das ist nicht das Europa, was ich mir vorstelle. Und man muss vor allem daran denken, wenn Dublin fällt, fällt auch Schengen. Ich möchte nicht, dass wir in Zukunft wieder Schlagbäume in Europa haben. Insofern erwarte ich hier eine Initiative der Bundesregierung auch hin zu einer gesamteuropäischen Anstrengung. Die Prüfung der anderen Orte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Der Kollege Chaya, das ist meine Information, der Ressort verantwortlich ist, hat eine ganze Liste von Örtlichkeiten. Wir haben gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz ja das ein oder andere auch genannt, was bislang so noch gar nicht zur Diskussion stand. Ich denke etwa an das ICC, ich denke aber auch an die Hangar im Flughafen Tempelhof. Und soweit mir bekannt ist, hat er noch eine ganze Liste von Objekten in der Stadt, die geprüft werden. Wann die Flüchtlinge aus Ungarn in Berlin eintreffen werden, ist noch nicht bekannt. Es gebe bislang keine entsprechenden Meldungen, so Henkel. Ich habe den Medien entnommen, dass erstens die ungarischen Polizisten sich wohl von den Absperrungen entfernt haben und zweitens, dass es einen Zug nach Deutschland geben soll. Ich habe diese Meldung jedenfalls nicht so valide auf meinem Schirm, als dass ich sie als bestätigt ansehen kann. Die Lagezentrale der Polizei würde mich darüber informieren. Das hat sie derzeit noch nicht getan, sodass ich diese Meldung nicht bestätigen kann zum derzeitigen Zeitpunkt. Wichtig ist, dass die gestrigen Beschlüsse des Notprogramms jetzt schnell umgesetzt werden. Und dazu gehören auch die Unterkünfte in der Schmidt-Knobelsdorf-Straße. Ich bin ja auch um Amtshilfe gebeten worden. Und diese Amtshilfe leistet Polizei, Feuerwehr, THW, Freiwillige Feuerwehr hier in vorbildlichem Maße. Es ist geschafft worden, hier quasi in dieser Nacht diese 70 Zelte aufzubauen. Wir haben unseren Anteil also schnell erbracht. Gestern die Pressekonferenz, heute stehen die. Wir haben die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne insgesamt zur Verfügung gestellt. Das sind ja keine einfachen Operationen. Dieses Gebäude ist für die Berliner Polizei ein wichtiges Gebäude. Und trotzdem angesichts der humanitären Situation ist es auch ein Gebot der Hilfe, dass man hier sagt, ja, wir stecken unsere Interessen an dieser Stelle zurück und stellen hier Plätze zur Verfügung. Es wird jetzt, wie ich bereits erwähnt habe, eine weitere Prüfung von anderen Objekten vorgenommen. Sozialverwaltung arbeitet mit Hochdruck auf allen Ebenen, um für eine vernünftige Erstaufnahme zu sorgen und dann für eine Unterbringung. Senator Chaya hat gestern auch noch mal gesagt, dass es zu einer signifikanten Verbesserung gekommen ist in der Turmstraße mit Blick etwa auf die medizinische Versorgung oder mit Blick etwa auf die Frage der Versorgung mit Lebensmitteln. Und insofern, das ist eine enorme Herausforderung, eine enorme Kraftanstrengung. Aber sowohl die Mitarbeiter von Polizei und Feuerwehr, die
Leute bei dem THW, aber auch insgesamt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes der Berliner Verwaltung insgesamt leisten hier Hervorragendes. Herr Henke, was bedeutet das für die Polizei, dass hier die Gebäude zur Verfügung gestellt wurden? Also wie lange geht das gut? Wann müssen die Gebäude wieder der Polizei zur Verfügung gestellt werden? Ich glaube, der regierende Bürgermeister hat gestern ganz was Richtiges gesagt. Auf die Frage, ob es einen Zeitpunkt gibt, an dem wir uns überfordert fühlen, hat er gesagt, mit dieser Frage will er sich nicht auseinandersetzen. Es macht auch gar keinen Sinn, erstens einen Zeitpunkt zu nennen, wann wir bestimmte Dinge wieder zurückbrauchen. Das, was wir hier tun, ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos. Die Menschen kommen zu uns und sie müssen menschenwürdig untergebracht werden. Ein Bild von der Lage machte sich heute auch der Abgeordnete Peter Trapp. Er hat hier in Spandau seinen Wahlkreis und sieht neben der Notwendigkeit, Unterkünfte für die Flüchtlinge zu schaffen, auch die Belastung der Polizei. Ich glaube, es ist eine gute Lösung, dass Flüchtlinge so untergebracht werden, dass sie nicht in die Obdachlosigkeit gelangen. Allerdings für die Polizei ist es auch eine Mehrarbeit, denn die Flüchtlinge, die sich nicht registrieren lassen in der Turmstraße, sind natürlich dann für die Polizei ja eine schwere Belastung. Und man muss sehen, wie man diese Belastung auch auffangen kann. Entweder durch Personalumstrukturierung oder vielleicht auch durch zusätzliches Personal. Ja, zumal die Polizei sonst ja auch nicht gerade viel Kapazitäten hat. Also das ist ja auch immer wieder Thema in unserer Stadt gewesen. Das heißt, hier bleiben auch Dinge liegen. Man muss Prioritäten setzen und ich glaube, die Behandlung der Flüchtlinge ist oberste Priorität. Da muss auch mal die eine oder andere Ordnungswidrigkeit dann später bearbeitet werden. Herr Trapp, Sie sind ja auch erfahrener Parlamentarier. Wie empfinden Sie momentan die Situation? Haben Sie das Gefühl, dass hier wirklich auch alle zusammenhalten oder dass das auch parteipolitisch genutzt wird, das Thema Flüchtlinge? Ich glaube, parteipolitisch darf man dieses Thema nicht nutzen. Es ist eine Situation, die alle berührt und auch alle fordert, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen zum Wohle der Flüchtlinge. Übrigens, ein paar hundert Meter um die Ecke befindet sich noch ein großes leerstehendes Kasernengelände, in dem Flüchtlinge untergebracht werden können. Doch der Gebäudekomplex gehört dem Bund und der fühlt sich für die Unterbringung der Flüchtlinge nicht zuständig.